Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück bei diesem Kanal Sakura Mokale. Mein Name ist Sakura. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück auf Twitch. Wir gehen sofort auf Fortsetzen, weil das Intro, wie wir alle wissen, ist ein bisschen zu musikalisch. Ich habe immer das Gefühl, ich muss dagegen anschreien. Und wenn ich mir die Aufnahmen später anhöre, hört es sich immer so an, als wäre ich viel zu laut. So, ich glaube, meine Kamera hat wieder leichte Probleme. Sie schiebt mich mal ein bisschen nach da. Da ist der Grund jetzt gerade tatsächlich, dass ich hier einen Ventilator links vor mir stehen habe. Es ist nämlich verdammt heiß in diesem Streamzimmer. Das ist so der einzige Nachteil. Ich bin jetzt mehr oder weniger direkt unter unserem Dach und halt auch direkt an der Sonnenseite, wo die Sonne aufgeht und später untergeht. Es ist die ganze Zeit warm. Ich kann das relativ gut aushalten. Ich brauche nur halt Hilfsmittel. Und falls ihr den aber hört, stelle ich den nochmal irgendwie anders hin. Ich hätte jetzt gesagt, der sprüht, aber der windet, pustet. Der pustet den Greenscreen hinter mir an, deswegen, falls ihr dann flickern seht, das ist okay. Das ist nicht irgendwie dramatisch, das ist alles in Ordnung. Ja, Leute, wir sind ja hier auch schon sehr fortgeschritten. Ich weiß, ich hatte gesagt, hallo YouTube. Wenn ihr das auf YouTube seht, dann habt ihr alle Folgen schon online. Aber wenn ihr das jetzt gerade live seht, dann sagt ihr euch wahrscheinlich so, hä, ich weiß gar nicht mehr, welches Stream waren wir überhaupt? Ich habe diesen Stream, glaube ich, auch 110 Fragezeichen genannt, weil ich nicht sicher bin, wie viele Folgen es sind, weil ich habe es nicht geschafft, gestern zu schneiden. Ich hatte eigentlich vor, gestern die Folgen von diesem Let's Play zu schneiden und dann halt auch hochzuladen und dann andere auf öffentlich zu stellen. Aber ich will es auch nicht überstürzen und von jetzt auf gleich machen, deswegen, wenn ich merke, ich habe keine Zeit dafür, dann lasse ich die Sachen meistens sein, weil ich einfach nicht wieder einen Fehler machen will, wie beim letzten Mal, wo ich geschnitten habe und dann war die Folge einfach. Ciao. Ja, wie auch immer, wir sind cozy dabei. Wir haben jetzt, glaube ich, schon Hauptquest angenommen. Es fehlen uns noch Davish-Artefakte. Zwei, meine ich. Aber das ist nicht unsere Aufgabe gerade. Wenn ich mich richtig erinnere, ist unsere Aufgabe jetzt gerade, der einen hier zu folgen. Ich glaube, die letzten Artefakte sind auch im Palast. Ich meine, da habe ich letztens sogar was zugelesen. Ich sehe sie auch nicht auf der Karte. Obwohl ich mir sicher bin, beim letzten Mal haben wir uns sehr weit hier durchgepflügt. Wenn ich mich korrekt erinnere, waren wir bei der Dame, bei der, ich hätte beinahe gesagt, sie war Juristin, aber sie ist Dichterin, ne? Und die wurde dann entführt. Genau, Arib wird einen Gedichtvortrag im Garten halten, das ist auch passiert. Aber irgendjemand hat hier so Zeichen hinterlassen, diese Mäuse. Ich habe mich hier, glaube ich, auch versteckt, weil ich gerade eben weggelaufen bin. Ich habe noch Warnlevel. Das ist nicht ungewöhnlich für mich. Oder für uns. Nur, wir mussten ja gerade uns freikämpfen. Das war auf jeden Fall das Letzte, was wir gemacht haben. Das weiß ich noch. Ich bin immer froh, wenn ich mich irgendwie am Anfang eines Streams immer erinnere, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Ach, Leute. Es ist so wild. Muss ich damit einfach interagieren? Ich muss vor allem verdammt vorsichtig sein, weil eigentlich möchte ich meinen, dass ich gesucht werde, möchte ich eigentlich verlieren. Folge den Mäusebildern. Es taucht leider jetzt gerade, wahrscheinlich weil ich mitten in der Quest bin, kein Fahndungsbild auf, das ich irgendwie verdingensen könnte, ne? Ah, ich brauche noch 3 Fertigkeitenpunkte, okay. Wie ihr seht, sind wir auch hier schon relativ fortgeschritten. Wie ich beim letzten Mal schon erwähnte, dieses Spiel ist schon sehr weit. Danke, Basti. Ich muss erstmal wieder klarkommen auf die Steuerung.
Ich sehe ein Mäusebild. Wo ist das nächste, though? Also ich hätte jetzt gesagt, hier lang. Das ist das nächste. Okay, ich bin unaufmerksam. Ich muss erstmal wirklich wieder reinkommen. Wie war das nochmal mit Scan? So war das. Da ist das Rote. Okay. Es ist rot markiert, immerhin. Da. Wieder eine gemalte Maus. Wache! Nehmt diesen Mann fest! Na toll. Es geht ganz toll jetzt. Irgendjemand hat uns gehört oder erkannt. Ich habe immer noch kein Fahndungsbild hier, ne? Ja. Ist sie das gewesen? Sei mal still, Mann. All dieser blassen Bandarik gekämpft. Die sind wild, aber geschickt. Hervorragende Krieger. Könnte man sich verstecken. Misstrauen hält uns auf Zack. Hä? Ja, warte! Hat keiner gesehen, ne? So funktioniert doch immer gut, oder? Ich wollte nur sicher gehen, dass ich noch weiß, wie das hier funktioniert. Ja. Hey, da ist der gesuchte Mann! Haltet ihn! Nein, 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 nein! Hier sind keine Diebe, Kinder. Die Wachen sind tot, weil wir haben die gerade umgebracht. Ich würde gerne mein Fangslevel eigentlich erniedrigen, aber... Erniedrigen, lol. Ich bin mir gerade nicht sicher. Da ist die nächste Maus, okay. Ich komme hier, glaube ich, auch nicht weiter, ohne dass ich die Mäuse finde. Sonst komme ich nicht aus der Quest raus. Da ist die nächste Maus, okay. Ich würde gerne gleich mal den Weg sehen. Ich habe immer das Gefühl, in solchen Verfolgungsmissionen dreht man sich meistens im Kreis. Hi. Also da vorne war die letzte. Ich hätte gedacht, weil die in die andere Richtung guckt, irgendwie. Warum ist es immer noch da hinten? Ich bin schon hier. Kannst du bitte die Quest aktualisieren? Oder den Questmarker, obwohl wahrscheinlich ist es egal. Wenn ich wüsste, wo ich hin muss, dann ist wahrscheinlich gar kein Problem. Hier sehe ich nichts. Warum kann ich die nicht plündern? Es sind noch immer drei Sachen. Aus irgendeinem Grund kann ich die Tasche nicht plündern. Kann ich nicht hier drumherum klettern? Ah, danke. Ich
wundere mich, weil Bastian bis jetzt noch nichts gesagt hat. Das ist eigentlich relativ ungewöhnlich. Wir haben es ja eben auch schon ein Davish-Artefakt hat sich eröffnet, das ist schon mal schön. Ich folge jetzt doch kurz dem Cursed Marker, weil er offensichtlich nicht gesehen hat, dass ich schon weiter bin. So. Ja, und das nächste ist hier vorne. Warum? Was ist mit der Quest los? Folge der. Ja, da ist ein Mäusebild. Bruh. Und dann folge ich dem. Nach hier. Aber ich finde kein weiteres mehr. War es eigentlich gedacht, dass ich anders abbiege vielleicht? Ist er deswegen? Bleibt er deswegen hier? Verbrecherischer Hund! Du bekommst deine Strafe! Wache! Warum seid ihr so, hm? Hey, das ist der! Wache! Am besten bleibe ich im Schatten. Halt die Fresse. Hat sich das doch aktualisiert, sehr gut. Außerdem bin ich kein Verbrecher, ich bin für die Guten. Dass sie das immer noch nicht verstanden haben. Das ist sehr hübsch. Boah, keine Ahnung. Muss ich das einsetzen, damit er mir das glaubt, dass ich das gefunden habe? Maus. Hier lang. Dann hier gucken. Nächstes Mausbild. Aber das Mausbild ist eher so wieder in die Richtung. Ich hätte gesagt, es ist hier. Also rein vom Bauchgefühl. Wisst ihr was? Kein Bock. Wir gehen ganz woanders hin, kurz. Mal schauen, ob er sich einkriegt. Es wäre nicht der erste Fehler, den wir in einem Spiel finden oder auch in diesem Spiel finden. Es ist, es wäre sehr ungewöhnlich, wenn es jetzt das erste wäre, aber es ist nicht. Bewegt sich nicht. Interessant. Steht eine Wache direkt und der sieht mich nicht. Ich bin hier schon hingesprungen wie sonst was. Fuck. Nicht so schnell, die Wache! Wache! Hilfe! Wachen! Jemand hat. In welche Richtung liefen sie? Beutelschneider! Da drüben! Schnell! Der hat mich nicht mal gesehen. Ich habe mich mit der Taste vertast. Ich habe die Taste mich vertan. Ich kann nicht sofort wieder versuchen, ne? Toll, weißt du? Immer dasselbe hier. Was macht er denn? Ich will doch nur dein Artefakt. Warte mal, warum versteckt er sich bei mir? Bruder. Okay. Whatever. Kann ich abwarten? Wird er dann wieder normal? Tatsächlich. Es
Also er macht dieselben Handbewegungen wie eben. Er ist jetzt vorsichtiger, aber es hat ihm im Prinzip nichts gebracht. Zwei von drei. Für dich gibt's hier nicht. Oh, ja, das sehe ich auch gerade. Entschuldigung, Entschuldigung. Habt ihr keine Pizza bestellt? Das war immerhin ein Artefakt, das aufgetaucht ist. Ich hoffe, das zweite wird ganz genauso gnädig sein, aber ich bin ein bisschen verwirrt. Wisst ihr was? Ich werde mich einfach zur nächsten Schnellreise. Welche ist die nächste Schnellreise? Hier. Ich werde mich da einfach hinporten und hoffen, dass die Quest sich dann resettet. Ich habe nämlich echt, also, nee, ich habe keinen Bock, mich tot zu suchen, wenn das irgendwie kaputt ist. Jeder weiß, dass es absolut gar keinen Spaß macht. Hast du einen guten Witz? Nö. Was? Das ist der falsche. Zu dem wollte ich nicht. Ich wollte zu einem Bildnis von mir. Schon wieder an denen vorbei. Bemerkt bestimmt keiner. Jetzt stirbst du! Ernsthaft? Ja, ich das runtergerissen habe, schon klar, aber interessiert doch keine Sau. Easy. Spiel, willst du mir ernsthaft sagen, dass es hier oben ist? Nee. Jetzt leitet er mich wieder runter. So merkwürdig. Ich will aber noch nicht nachschauen, weil für Nachschauen kommt es mir noch ein bisschen zu billig vor. Schade. Spiel, wie kann ich dir sagen, dass das da ist? Also offensichtlich muss er die Bilder nicht nachladen. Die sind ja schon da. Nee, da oben waren wir auch schon. Folge der Maus. Ah. Ich mag Mäuse. Was hielt dich auf? Was glaubst du denn? Nicht schon wieder. Keine Ahnung. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Du solltest ihn vor das Marcelin-Gericht schleifen. Aber er denkt nur an meinen Ruf, Sarah. Um den Erfolg zu wahren, muss ich umgänglich sein. Diskret. Er fürchtet, ich sei zu stolz. Du? Niemals. Ich schreibe, dass die Liebe wild und frei ist. Unberührt von Gesetz und Gebot. Sollte ich mich darin nicht auch üben? Übung macht den Meister. Aber auch Feinde. Dann sei es so. Aber lass mich sie wählen. Höflinge, Kalifen, Gönner, Partner. So viele Männer haben versucht, meine Feinde zu bestimmen. Und meine Freunde.
Auch wenn Allah weiß, dass ich einmal schlecht wählte. Er verstellte sich gut. Und Dichter brauchen Gönner. Selbst so große wie Athalab. Nun, ich habe mich entschieden. Gut, es stehen schwere Zeiten bevor. Sorge dich nicht. 6 Kalifen habe ich überlebt. Ich überlebe... 6 weitere. Keine Angst, Zara. Ich küsse die Ringe, die ich küssen muss, aber ich lasse mich nicht wieder fesseln. Von niemandem. Geheimtreffen, Decknamen, doch keine Spur des Ordens. Aber sie hat eine ganze Reihe an Gönnern. Vielleicht steht nicht Arib selbst an der Spitze des Ordens, sondern ein Bewunderer. Ich weiß genug über meine 3 Verdächtigen. Es wird Zeit, Roshan um Rat zu bitten und das ein für alle Mal zu beenden. Meine Meisterin und Mistur Fall enthüllt Roshan. Okay. Heißt das, die beiden sind auch zusammen mit der Freundin, mit der sie sich gerade getroffen hat? Oder habe ich mir das jetzt nur gerade falsch zusammengereimt? Keine Ahnung. Leute, ich weiß es doch auch nicht. Was ich definitiv vor dem Endspiel noch machen will, ist die ganzen Schätze finden. Das habe ich mir auch aufgeschrieben. Also wir haben ja noch Schätze. Die will ich noch abschließen. Ich glaube, wir haben noch nicht alle gefunden. Nun bleibt nur noch Roshan von den Decken zu berichten, dann werde ich endlich Kopf des... Ach so, okay. Ich hab der ja von Anfang an nicht so ganz vertraut, ne? Die war mir immer so ein bisschen so... Mh. Deswegen bin ich mir da nicht sicher gewesen, aber eigentlich... Bis jetzt hat sie nichts gemacht, also... Wow. Hauptquest. Melde dich bei Roshan. Können wir vorher noch irgendwie das letzte Artefakt finden? Oder ist es im Palast? Ich tippe mal hart, dass es auf Palast hinausläuft. Weil die anderen, die wären wahrscheinlich schon längst aufgeploppt. Wir sind ja in den letzten paar Folgen hier in der Rundenstadt schon sehr viel rumgesprungen. Ich glaube, wir würden es schon sehen sonst. Ja, doch. Ach ja, Leute. Ich habe immer die Hoffnung, dass es sofort aufploppt, aber ja. Es ist das letzte Artefakt, das uns von Valvish überhaupt fehlt. Guten Tag, die Herren. Schön, euch alle zu sehen. Schön. Ja, wer Geld einfach so rumliegen lässt, also der hat's ja, ne? Der hat ja wohl genug Geld. Hier war das Harem-Gedöns, ne? Yep. Verzeihung. Ein Händler ist auch hier. Ich mag diese ganzen verwinkelten Sachen und so. Es ist einfach geil. Wo ist es denn jetzt hin? Da. Ich wollte zu dem Händler... Ich habe keine Ahnung, wie die Mäuse uns jetzt geführt haben. Ich bin da einfach nur übrigens gelaufen und habe gehofft, dass es richtig ist, was ich vermute. Sei gegrüßt. Schön, dich zu sehen. Ebenso. Was gibt es heute bei dir? Bitte, sei mein Gast. Man weiß nie, wann man sie brauchen kann. Mhm. Willst du deine Ausrüstung verfeinern? Ich war schon sehr gut vorbereitet, aber der Kampf hat mich wohl ziemlich ausgenockt. Das hatte ich gar nicht mehr so im Kopf. Ganz ehrlich, die können wir uns eigentlich auch alle gönnen, weil es interessiert keine Sau mehr. Wir brauchen davon nichts mehr. Aber dann haben wir es. Ist dir nach einer Verbesserung deiner Ausrüstung? Nö, also keine, die du mir verkaufen könntest. Man sollte nie ohne aus dem Haus gehen. Nee, natürlich nicht. Ist das alles? Ohne Färbung. Ja, heute ist es alles. Ich muss aufbrechen. Beehre uns wieder. Na,
Mal sehen.